Ja, hallo liebe Freunde. Heute sind wir wieder unterwegs und heute sind wir in Dortmund und belästigen Leute in Dortmund. Unser neues Profil halt, dem Volk aufs Maul geschaut, um mal zu gucken, wie die Leute so ticken, weil wir ja bald Bundestagswahl und demnächst hier in NRW Landtagswahl haben. In diesem Sinne, auf geht's. Ja, hallo. Sind Sie Dortmunder? Nein, ich komme aus Witten. Aus Witten? Ja. Ja, und jetzt sind ja, demnächst sind ja Wahlen hier in NRW. Gehen Sie zum Wählen? Ja, selbstverständlich. Ah, okay. Ja, natürlich. Und was halten Sie von der Politik, die bis jetzt hier so gemacht worden ist, so mit der Hannelore Kraft? Die finde ich soweit ganz in Ordnung. Ja? Die Kraft und die Politik, die sie da eben macht. Und ja, ich bin nur ein bisschen im Zweifel der Koalitionspartner. Der gefällt mir nicht so recht. Die Grünen? Ja. Okay. Aber was finden Sie denn gut an Hannelore Kraft? Was hat sie denn gut gemacht? Ich finde, sie ist sehr bodenständig. Sie geht auf die Leute zu. Sie ist authentisch. Und ja, das, was sie im Grunde mehr oder weniger sich vorgenommen hat, das hat sie eigentlich auch durchgesetzt. Und was ist das? Ja, da muss ich jetzt überlegen. Also, ja, eigentlich die Verrentung mit 63 beispielsweise, das finde ich unheimlich gut, dass das so unterstützt wurde. Und ja, das ist eigentlich ein großer Aspekt der. Die Renten sollten ja, also das sollte ja erhöht werden, oder? Ja. Ich muss jetzt sagen, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Und sie hat sich dafür eingesetzt, dass es nicht erhöht wird, das Rentenalter. Oder? Richtig, ja. Okay. Ja. Gut, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch, da muss ich mich auch nochmal informieren. Manchmal ist das mit Wahlversprechen wie mit einer Schachtel Pralinen. Erst wenn man sie aufmacht, weiß man, was drin ist. Das gilt auch für die Rente mit 63. Das Versprechen im Bundestagswahlkampf war großzügig. Wir müssen dafür sorgen, dass jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat, versicherungspflichtig war, dass er mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen kann. Wir lassen nicht locker. Wir brauchen eine Rente ab 63 und zwar abschlagfrei. Endlich hatte die SPD ein zugkräftiges Wahlversprechen. Doch manche freuen sich zu früh, denn im Kleingedruckten des Gesetzes gibt es einen Haken. Das Geburtsjahr. Ich freue mich darauf, weil ich gehe mit 63 in Rente. Das finde ich ein großartiges Gesetz, dass es durchgesetzt wird. Sie denn nicht, dass Sie gar nicht mit 63 in Rente gehen können? Weil Sie mit Jahrgang 70 können Sie frühestens dann mit 65 in Rente gehen. Aber ich habe dann 45 Arbeitsjahre voll und dachte, dass ich dazu gehöre. Laut Gesetz dürfen nur wenige Geburtsjahrgänge tatsächlich mit 63 in Rente gehen. Nur die Jahrgänge 1951 und 52 können tatsächlich mit 63 ohne Abschläge in Rente gehen. Alle Jahrgänge danach müssen zunehmend länger arbeiten. Ab dem Jahrgang 1964 liegt das Renteneintrittsalter dann bei 65 Jahren. Und ja, aber wenn man jetzt sieht zum Beispiel das, was auf der Love Parade passiert ist, Hannelore Kraft. Also ich denke mir, das, was da passiert ist, das war ein wahnsinniges Unglück und das hätte jedem anderen genauso passieren können. Das ist richtig, aber die Aufklärung funktioniert ja da nicht. Ja, das stimmt schon. Man schießt sich dann auf den Innenminister ein und einige Leute, die sind sicherlich verantwortlich oder teils verantwortlich, aber letztendlich fängt es im Grunde damit an, dass man so einen Platz für die Love Parade hätte überhaupt nicht freigeben dürfen für, weiß ich nicht, 2 Millionen Menschen, die da irgendwo vorhanden waren. Es passte eigentlich alles gar nicht. Und Silvester 2015, 2016? Ja. Hannelore Kraft hat da die Akten unter Verschluss. Sie werden nicht veröffentlicht. Gut. Und sie sagt, sie setzt sich ja unheimlich für Frauen ein. Ne? Ich denke, da sind wahrscheinlich alle irgendwo überfordert gewesen. Das fängt ja bei dem Polizeieinsatz an, der ja wahrscheinlich unterdimensioniert war, weil sowas ein Ereignis gewesen ist, was erstmalig passiert ist. Und ja, man will dem Innenminister die Schuld unterjubeln, aber
Ich denke, der hätte an der Regierung sein können, wer will. Die hätten nur Fehler machen können. Ne? Aber das Problem mit diesen Maghreb-Staaten, das ist ja schon länger bekannt. Und finden Sie nicht, dass in der Politik das mittlerweile so das ist, dass niemand Verantwortung übernehmen will? Niemand? Ja, man ziert sich da schon, da Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man auf der einen Seite ein Gesetz durchbringen will und sagt, die Maghreb-Staaten, die sind frei zugänglich, da besteht im Grunde keine Gefahr für die Rückführung. Machen die Leute Urlaub sogar, die Deutschen machen ja in den Maghreb-Staaten Urlaub. Ja, man gibt's ja dann, ja genau, machen da Urlaub, man gibt's ja immer irgendwo aus den eigenen Reihen irgendwelche Institutionen, die dann sagen, ja, und das ist doch nicht demokratisch und das sehen wir nun doch nicht so. Ne? Also Hannelore Kraft und die Grünen wollen... der Familiennachzug kommt, das heißt wahrscheinlich so 1,5 Millionen Flüchtlinge hier im Land, oder ich nenne sie eigentlich, also es ist ja jetzt gar nicht mehr die Rede davon von Flüchtlingen, sondern eigentlich von Immigranten, also sind schon immigriert hier und dann soll ab 2018 soll der Familiennachzug kommen, das würde heißen, dass sich der Faktor um 4 oder um 6 erhöht. Wir haben uns mal die Zahlen angeschaut. Wir haben in Deutschland 17 Millionen Menschen mit Immigrationshintergrund, 9 Millionen Ausländer und 3,1 Millionen Illegale. Wussten Sie das? Es ist ja immer die Rede davon, dass hier 500.000 sind, die illegal sind. Es sind aber genau 3,1 Millionen, ja, die illegal hier im Land sind. Ich kann mir das irgendwie schon vorstellen, denn das genau zu überprüfen, das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr schwierige Sache. Und, das sind aber die offiziellen statistischen Zahlen, die wir da rausgesucht haben. Also das ist Bundesamt für Immigration. Also da, wo wir das gefunden haben, war dann auf Seite 149 oder so. Also ziemlich weit unten, man muss sich da schon durcharbeiten. Ja. Und für einen Laien ist das... erstens mal hat er gar keine Zeit. Sie meinen jetzt mit Illegalen auch die im Grunde noch keinen Status haben, nee, sondern als geduldet hier in Deutschland sind? Also Angela Merkel ist gestartet mit 500.000. 2005 ist sie ja gestartet, 2006 waren es 500.000 und 2014 waren es schon 2,5 Millionen, die illegal im Land sind, die weder einen Aufenthaltsstatus haben, noch eine Duldung, noch eine Gestattung haben. Ja. Da muss man sich auch fragen, von was leben die denn, ne? Ja. Ja, Sie sehen ja, wenn Sie hier durch die Straßen gehen, da sitzen viele, die ihren kleinen Becher vor sich haben. Und das ist erstaunlich, was die Leute da reinwerfen. Und ich denke mir, dass man sich auf diese Art und Weise irgendwie seinen Unterhalt verschafft oder... Ich weiß es nicht. Haben Sie Angst, dass wir überfremden in Deutschland? Im Grunde ja schon. Also Ich meine, es müsste da irgendwie anders geregelt werden. Also es sind einfach zu viele da. Ich meine, wer einen Fluchtgrund hat, die sehe ich sehr gerne hier in Deutschland. Und die sind auch meines Erachtens willkommen. Aber es gibt zu viele, die im Grunde keine Berechtigung haben, hier zu sein. Und die sind ja auch viele Männer. Ja, also natürlich. Der größte Teil sind ja eigentlich junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren. Ja, ja. Wie sehen Sie da so zum Beispiel diese ganze Gewalt, die im Moment passiert in Deutschland? Also es gibt ja jede Menge Vergewaltigungen, Mord, Totschlag, Terroranschläge oder versuchte Terroranschläge. Müssen wir damit leben? Oder haben wir das irgendjemandem zu verdanken, dass das jetzt hier so ist? Ich denke, das wird ja nicht nur in Deutschland sein. Also das haben Sie mit Sicherheit in allen Staaten. Ja, aber die Kriminalität, also vor kurzem haben Sie ja noch gesagt, die Kriminalität ist rückläufig. Ja. Jetzt können Sie es leider nicht mehr verbergen. Jetzt gibt sogar also die Polizei sogar zu und sogar auch die Politiker geben zu, dass die Kriminalität im Kontext der Zuwanderung massiv gestiegen ist. Ja. Sogar gestiegen ist. Ja. Also Sie müssen es sogar jetzt zugeben, weil es sich nicht mehr verlangt.
verleugnen lässt. Wir haben uns auch die Kriminalstatistik angeguckt, die ist also schön geschrieben, absolut schön geschrieben. Und in der Kriminalstatistik ist das bundesreichste Land wie Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg, die auch mit Hotspots sind von Problemen, sind nicht mit einberechnet. Mhm. Also wir werden hier ordentlich veräppelt. Ja, ja, also was so im Bereich Wohnungskriminalität durchgeführt wird, also das beängstigt mich im Grunde schon, dass da jeder zweite Einbruch von irgendwelchen osteuropäischen Leuten begangen wird. Ne? Also das ist einfach so und das ist sehr beängstigend. Und vor kurzem hat man ein ehemaliger CDU-Politiker, der jetzt zur AfD gewechselt ist, der hat gesagt, weil er ist Anwalt, er sagte, die Leute, die wir hier im Land haben, werden wir nicht mehr los. Weil rechtlich gesehen können wir die hier nicht rausklagen. Und was halt auch ist, jetzt zum Beispiel die rot-grüne Koalition da in Berlin, das war ja so einer mit der ersten Sachen, die gemacht haben, dass die Leute nicht abgeschoben werden. Also die auch keine Berechtigung haben, hier zu sein. Ja, ja, ich denke, das ist schwierig, weil ja, keiner will das Thema so richtig angreifen. Und haben alle Angst wegen der Nazi-Keule. Ja, natürlich. Ja, ja. Aber Sie haben ja vorhin gesagt, die Grünen, das ist Ihr Problem. Was ist denn mit den Grünen? Naja, aber ich sehe sie als ein großes Hemmnis in der Politik, die im Grunde vieles blockieren und mit vielen Sachen nicht einverstanden sind, die politisch meines Erachtens Erfolgversprechen wären. Ne? Mhm. Ja, das ist schon. Mit wem sollte denn die SPD dann koalieren, falls sie gewinnen würde, nehmen wir mal an. Boah, das davon aus, dass kann, ich so, ist. Kann ich so jetzt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich meine, man sieht ja heute in der Zeitung, dass vielleicht die FDP möglicherweise ein adäquater Partner wäre. Und was ist mit der AfD? Um Gottes Willen. Warum? Was finden Sie an der AfD schlecht? Ich finde die AfD, ich finde sie einfach als ganz übel, weil Sie haben eigentlich überhaupt keine Vorstellung, wie die Regierung vonstatten gehen soll. Sie polarisieren ungemein und das ist schon richtig. Aber die anderen, die haben ja auch irgendwelche gescheiten Parteiprogramme. Und, das hat aber die AfD auch. Ja. Wir haben uns das mal durchgelesen. Das ist man müsste eigentlich sagen, die Rechten sind die besseren Linken. Naja, aber müssen Sie sich mal durchlesen. Lesen Sie sich das mal durch. In erster Linie müssen die ja nun auch erstmal eine gewisse Einigkeit darstellen, wer im Grunde da die Führungsposition innehat, ehe man die eigentlich auf die Gesellschaft loslassen kann. Und ja gut, aber wenn man jetzt sieht, bei Angela Merkel ist ja so die Einigkeit auch da. Das heißt, Mutti bestimmt und alle anderen müssen mitziehen. Ob das gut ist, ob es gewollt ist, das ist ja auch nicht richtig. Also ein bisschen kontrovers ist doch vielleicht auch gut, wenn unterschiedliche Stimmen sind, dass man... Ich meine, so ist das ja in der Gesellschaft. Wir sind ja alle nicht einer Meinung. Ja, aber Sie sehen, das läuft ja schon einige Jahre mit Angela Mutti. Merkel. Ja, ganz genau. Und wahrscheinlich hat sich jeder dran gewöhnt und lässt sie erstmal so ein bisschen beziehungsweise einige Zeit agieren und ist bisher ja auch nicht schlecht gelaufen im Großen und Ganzen. Ne? Finden Sie? Ja, ich denke, uns geht es auch allen recht gut. Ja, aber wenn man sich jetzt die Euro-Rettung anguckt, ESM-Vertrag ist eigentlich ein Ermächtigungsgesetz, ermächtigt Leute, über unser Geld zu bestimmen, die wir nicht gewählt haben, die Euro-Rettung, dann die Energiewende, die uns, wie viel kostet die uns? 500 Milliarden? Ja. Ja. Energiewende zum Beispiel ist eine Katastrophe. Naja. Also dann der Flüchtlingsdeal mit Erdogan ist auch eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, ich finde Angela Merkel nicht so besonders gut. Naja gut, ich denke, wir haben ja im nächsten Jahr oder in diesem Jahr die Wahlen und dann kann ja jeder im Grunde entscheiden genau, ob das so weitergeht oder ob sich da eine politische Wende anbahnt. Ne? Ja, macht vielleicht Sinn, dass wir uns mal verändern. Ganz genau, das sehe ich auch so. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Vielen Gerne. Dank. Ne?
Von welchem Institut waren Sie jetzt? Wir sind Costa TV, wir sind ein freies Medium, weil wir wollen mal aufnehmen, wie die Leute so denken, dass wir, weil im Fernsehen wird ja immer der Einheitsbrei gezeigt, also wir wollen mal selber auf die Leute zugehen und gucken, was denken die, wie ticken die einfach.